Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich meinen Freund einfach mal ein bisschen glücklich machen, denn ich habe hier den Engelbert-Strauß-Adventskalender. Ja, den Inhalt wird er bekommen. Er wird sich freuen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Engelbert-Strauß-Adventskalender ist ein Werkzeug-Adventskalender. Er kostet um die 50 Euro, eigentlich ein bisschen weniger als 50 Euro, aber mit Versand ein bisschen mehr als 50 Euro. Und ja, ich habe ihn hier und ich bin ganz aufgeregt. Lasst uns reinschauen. Zuallererst entfernt man den Schuber, wo Frohe Weihnachten draufsteht. Das finde ich sehr charmant. Und dann haben wir hier tatsächlich einen richtigen Werkzeugkoffer, jedenfalls sieht das so aus. Es verbergen sich da drin ein paar Kläppchen und die werden wir jetzt mal zusammen aufmachen. In der Nummer 1 haben wir gleich zwei Produkte drin und zwar zum einen ein Philips müsste das sein, Kreuzschraubenzieher. Bit. Genau, eine Nuss ist es quasi, die kann man dann später, also nicht eine Nuss, aber das ist ein Produkt, was man später wo reinsetzen kann, zum Beispiel in das, was hier mit dabei ist, in diese Verlängerung. Genau. Und da finden wir wahrscheinlich noch in dem Adventskalender das entsprechende Tool dazu. Und das ist so frei beweglich. Das ist ja richtig cool. Mein Freund ist ja auch so ein Heimwerkerkönig und ja, mega cool. In der großen Nummer 2 befindet sich eine Verlängerung. Auch das finde ich ziemlich nice. Da können wir auch wieder unseren Bit dran setzen. Ne? Das ist cool. Beziehungsweise das ist ja kein Bit, das ist ja ein... Ja, wie nennt man das? Keine Ahnung. Ein Bit mit einem Vieh hinten dran. Und genauso gut... Nee, passt das hier auch drauf? Ja, theoretisch könnte man das auch hier drauf setzen. Und dann setzt man das hier drauf. Und dann hat man so ein verlängertes Wubbelvieh. Oh mein Gott. Ja, ja, ich kenne mich ein bisschen mit Werkzeug aus und weiß, wie man was verwendet und so. Aber ne, das ist jetzt gerade schon ein bisschen spezieller gewesen. Die Nummer 3 ist auch mit dabei und sie enthält auch wieder zwei verschiedene Geschichten. Einmal, ja, ein Außen-Sechskant oder ja... Nee, Quatsch, ein Innensechskant, ne? Den kann man auf einen Außensechskant drauf machen. Oder ist das auch noch eine zusätzliche Verlängerung? Das weiß ich noch gar nicht, muss ich gestehen. Vielleicht kommt da noch was, was man da reinmachen kann. Und hier haben wir ein, Torx ist das ja nicht wirklich, ne? Torx ist ja quasi der Markenname, aber ja, es ist so ein Sechskant. Oder Achtkant? Wie viele Kanten hast du denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Sechskant. Okay. Und das ist, ja, Torx 20. T20. Der erste war übrigens Philips 1. Ja. Oh, hier haben wir eine richtige Nuss mit dabei. Und das ist in der Größe Nummer 12. Sehr cool. Das ist echt sehr cool. Und dann war das hier aber eine kleine Nuss einfach, oder? In der Größe 4,5. Okay, okay, krass. Eine winzig kleine Nuss. Da wird mein Freund sich auch freuen. Und hier haben wir auch wieder einen Torx und zwar die T15. Sehr schön. Und mein Freund sagte auch letztes Mal, dass die Engelbert-Strauß-Geschichten tatsächlich auch sehr hochwertig sein sollen. Und er hat sich letztes Jahr auch mega gefreut, als ich ihm die beiden Adventskalender geschenkt habe. Und eine Kollegin von mir hat es auch gesehen und hat dann auch gesagt, oh, kannst du mir vielleicht auch einen bestellen für meinen Mann? Und dann, ja, habe ich das auch gemacht für ihren Mann und für ihren Vater. Ja, ohne Witz, man bekommt hier echt was für sein Geld, denn in der 5 haben wir direkt drei Sachen drin. Einmal ist das hier ein Philips Dreier. Wow, ganz schön groß. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo wir so große Schrauben haben, aber okay. Dann haben wir hier drin einen Hexagon, ist das, ne? Hexagon 6 Antrieb. Die kann man ja auch auf diese Knarre und so weiter drauf machen. Auch diese wundervolle Verlängerung, die ihr... Ach Quatsch, Verlängerung. Adapter-Geschichte, die wir in der Nummer 1 hatten. Und dann haben wir hier noch mit drin einen H7, also ein Hexagon 7. Auch das wieder so ein großes Ding. Richtig cool, also... Krass, ne? Wir sind bei der 5 und haben hier schon so viele Produkte auf dem Tisch stehen. 3, 6, 7, 8, 9, 10 Produkte. Wow. Und jetzt kommen wir zu dem großen Wow, denn hier ist die Nummer 6. Nikolaus. Krass. Also ich finde allein die Gestaltung von dem Adventskalender als Koffer schon so geil. Und dann hast du hier noch einen richtigen Koffer mit dabei. Der Wahnsinn in Tüten. Ich finde es extrem cool und ich hatte meinem Freund das auch im Vorfeld schon gezeigt, dass ich den bestellen möchte und er freut sich da schon wie Wolle drauf und er weiß nicht, dass ich ihn gerade auspacke. Er wird sich gleich sehr, sehr freuen. Dann weiß er auch, warum seine Freundin ständig hier in diesem Raum abchillt und ja,
Genau, hier können wir dann nachher die ganzen Produkte einzeln reinsetzen. Das finde ich total klasse. Und hier sind auch die ganzen Bezeichnungen, wo was hingehört, ne? Mega. In der Nummer 7 haben wir wieder zwei Produkte drin. Einmal haben wir wieder eine Nuss und die ist in der Größe Nummer 8. Und dann haben wir einen Hexagon in der Größe Nummer 3. Die Nummer 8 macht, dass es kracht, wieder mit einem Pärchen. Und zwar einmal ein Hexagon 8 und ein Hexagon Nummer 5. Mega. Also ich glaube, dass dieser kleine Kasten deutlich mehr wert sein wird als das, was wir für den Adventskalender ausgegeben haben. Wird man sicherlich so nicht im Handel finden, ne? Aber auf jeden Fall eine coole Geschichte, denke ich. Wenn ich als Frau hier schon so eine Freude dran habe, ne? Dann wird mein Freund sich sicherlich auch über die neuen freuen. Da haben wir einmal ein SL, also Schlitz Nummer 7. Ja. Schlitzschrauben sind ja quasi so richtig oldschool, haben wir hier bei uns im Haus aber viele gehabt, weil es ein altes Haus ist. Und eine Nuss in der Größe auch Nummer 7. Ich habe in der Nummer 2 ein Pozi-Drive in der Nummer 2 unterschlagen. Huch, der war da auch noch mit drin, habe ich gerade gesehen. Okay, und jetzt sind wir bei der Nummer 10 und da sind auch wieder zwei Produkte drin. Sowas haut mich um. Pozi in der Größe Nummer 1 und ein, ja, ebenfalls so ein Verlängerungsvieh oder um die Ecke. Drehvieh, ich weiß es nicht. Hier oben kann man auf jeden Fall auch wieder die Verlängerung dran knallen, beziehungsweise dieses Wubbelvieh. Oh Gott, Claudia. Dieses Ding hier passt da bestimmt auch irgendwie dran, oder? Oder nicht? Oder doch? Passt du da? Bestimmt passt das irgendwie dran. Wie soll das denn funktionieren? Das weiß ich nicht, wofür das ist. Das muss mein Freund wissen. Auch die Elf hat wieder zwei Viecher drin. Einmal ist das hier auch so ein Verlängerungsding. Auch das ist so ein Außen. Ein Sechskant, ne? Also so ein Hexagon. Und dann haben wir hier noch einen Philips in der Größe Nummer 2. Auch die Halbzeit, die Nummer 12, enthält wieder zwei Produkte. Da haben wir einmal wieder so ein Hexagon in der Größe Nummer 4 und eine Nuss in der Größe Nummer 9. Die 13 enthält diese beiden Schätzeleins, eine Nuss in der Größe Nummer 5 und ein Torx in der Größe 25. Das dürfte auch so ein, also Torx 25 ist ja eigentlich eher so der Klassiker, oder? Von der Größe her. In der Nummer 14 haben wir endlich so eine Ratsche drin. Da können wir dann unsere ganzen Nüsse verwenden. Und hier hinten ist so ein Knopf. Kleiner Wissensfact für diejenigen, die ihre Freunde oder Männer beeindrucken wollen oder die Frauen mal beeindrucken wollen. Einfach hier hinten auf den Knopf drücken, dann kommt hier vorne die Pinöppel raus und dann kann man vorne die Nuss einfach draufsetzen. Und dann kann man sie ratschen. Und quasi dann die Schraube festdrehen, ne? So läuft das. Und dann kann man hier hinten die Richtung ändern. Dann geht es in die andere Richtung. Genau. So halt. In der 15 haben wir zwei Nüsse drin. Und zwar einmal in der Größe 10 und einmal in der Größe, hallo, 4. Oh, eine kleine Nuss. Die 16 verbirgt eine riesige Nuss in der Größe Nummer 14 und einen also jetzt kommen wir echt in die großen Geschichten, einen sehr, sehr großen Pozi in der Größe Nummer 3. Auch in der 17 haben wir wieder zwei Viecher drin, einmal den Torx in der Größe Nummer 10 und eine Nuss in der Größe 11. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Da haben wir eine Nuss in der Größe Nummer 5,5 drin und ein Torx in der Größe Nummer 30. Die 19 ist auch wieder gut bestückt und sie enthält eine Nuss in der Größe Nummer 6 und einen Riesentorx in der Größe Nummer 40. Wow, das ist eher Spezialwerkzeug, oder? Auch hier haben wir irgendwie so ein Verlängerungsvieh drin, aber dieses Verlängerungsvieh ist biegsam und das ist natürlich super praktisch. Ja, ich glaube, darüber wird mein Freund sich auch freuen, ne? Das ist, sowas hat er noch nicht. Das ist echt sehr speziell. Cool. Übrigens, wer behauptet, es ist ziemlich schade, dass du diese Adventskalender ohne deinen Freund auspackst und es wäre viel cooler, wenn er mit dabei wäre, wer sagt, dass er nicht mit im Raum sitzt? Ne? Nur mal so. Okay, in der Nummer 21 haben wir wieder zwei verschiedene Produkte und zwar einmal eine Nuss in der Größe Nummer 13 und hier haben wir dann auch wieder eine Verlängerung. Eine Verlängerung in 50? Okay. Hä? Eine verlängerte Nuss zu 50? Da weiß ich nicht ganz genau, was das ist. Es dürfte einfach eine reguläre Verlängerung sein. Bei der Nummer 22 ist ein Beipackzettel mit dabei. Ein Prüfbeleg. Moment, das finde ich ja witzig. Dieser Adventskalender wurde mittels optischen Prüfverfahren auf Vollständigkeit geprüft. Ergebnis okay. Steht auch der Bearbeiter drauf, das finde ich ja cool. Ja, das ist tatsächlich auch etwas, wo man ganz normal diese Viecher drauf machen kann, wenn man das einfach per Hand drauf drehen möchte, ne? Und dann hast du hier einfach einen Schraubenzieher. Und kannst es verwenden. Cool.
Die Nummer 23 enthält noch zwei Schlitzschraubenviecher, einmal die SL4 und Schlitz 5,5. Was fehlt denn jetzt noch? Die Nummer 24, oder? Mal gucken, was Heiligabend drin ist. Wahrscheinlich so ein Schraubenöffner. Flaschenöffner oder sowas? Oh la la, LED-Kopflampe. Wie geil ist das denn? Sowas verwende ich gerne, wenn ich im Winter mit meinem Semmeline spazieren gehe. Da gehen wir ja meistens durch einen großen, dunklen Wald und dann brauche ich sowas halt, ne? Dann brauche ich, das war ein Reim, dann brauche ich auch meine Hände irgendwie frei. Und hier ist eine Kopflampe mit dabei. Kannst du natürlich auch super brauchen, wenn du halt, ne, ganz so am Handwerken bist und so. Das finde ich cool. Ja, und die kannst du dir einfach als Stirnlampe ummachen. Das gefällt mir. Ne? Hast so ein Band mit dabei, kannst du größenmäßig einstellen. Ist natürlich noch keine Batterie drin. Muss man wahrscheinlich erstmal reinmachen. Finde ich cool. So, wir haben da mal was vorbereitet. Und zwar ist jetzt hier einmal der komplette Werkzeugkoffer zusammengesetzt. Ich finde, dass die Geschichten hier relativ locker drin sitzen. Aber ich glaube, ja, wenn ich das zumache... irgendwas habe ich falsch gemacht, oder? Moment, nein, es hält. Okay, ja, kannst du zumachen und zuschieben auch irgendwie? Nö, das bleibt so. Okay, krass. Das ist mal ein cooler Adventskalender für einen Mann, ne? Da hast du einen richtig, richtig ordentlichen Werkzeugkoffer. Ich glaube, wirklich, bislang der Adventskalender, der coolste Adventskalender für Männer, den ich in den Händen gehalten habe, war jetzt dieser hier. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn mir dann auch geschrieben wird unter diesen Adventskalendern, ja, aber mein Freund hat doch schon so viel Werkzeug. Leute, ich habe 200 Lidschattenpaletten ungefähr und es sind nicht genug. Natürlich mistet man immer mal wieder aus, aber gerade was Werkzeug angeht, ich spreche aus Erfahrung von meinem Freund und seinem Umfeld, von seinen Freunden, von meinem Vater, allen meinen Vätern, ich habe da ja ein paar von. Jeder Mann freut sich darüber, sowas über die Adventszeit auszupacken. Glaubt mir. Und jeder Mann, der halt halbwegs Bock auf Handwerken hat. Ne? Und deswegen, eine geile Geschichte. Auch die Nummer 24 finde ich super gewählt. Nicht der klassische Flaschenöffner, sondern einfach mal eine Kopflampe hier drin. Der ist schon geil. Für knapp 50 Tacken. Link ist in der Infobox. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!